wunderschönen guten Morgen und Heads up, herzlich willkommen zu Tag 2 des schönen University Future Festivals hier aus der Maschinenfabrik in Heilbronn. Bekanntlich fängt der frühe Vogel den Wurm, deswegen sehr schön, dass ich nicht hier alleine stehe, sondern ihr schon erschienen seid und hoffentlich zahlreich da draußen. Kurzer Recap zu gestern, einige bekannte Gesichter habe ich jetzt schon wiedererkannt, hat spannend gestartet mit den beiden Keynotes von Alois Kirtl und Jonas Androulis und damit waren wir schon mittendrin im Thema. Was haben wir alles diskutiert? Es ging um die Geschwindigkeit, europäische Lösungen, natürlich Generative AI, aber auch Responsible AI. Es ging um Regulatorik, Moratorium ja oder nein. Viele, viele Fragen um die Größe von GPUs. Also wir haben an diesem Nachmittag gestern schon sehr viele Themen adressiert. Wir werden uns heute noch viel tiefer in die Fragen der KI-Assistenz in Lehre hineinschrauben und tun das ebenso mit sehr prominenten Gästen. Kurz zu euch, eure Fragen sind total willkommen, sowohl analog hier drin mit Handzeichen oder da draußen über den Chat. Bitte nicht Q&A anklicken, sondern immer in der Plauderecke links im Chat bleiben, auf dem linken Button, weil die Fragen sonst bei uns nicht durchgestochen werden. Und die lasse ich immer im Anschluss an die Keynote, die in der Regel 20 Minuten umfasst, dann anschließen. Jetzt noch eins, Breaking News für alle, die schon da sind. Sprachassistenzen als Chance für die Hochschullehre. Christian Spannagel, haltet durch, ist unser letzter Speaker heute Abend um 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Und heute ist erstmals dieser Kurs gestartet, online, umfasst 2 Module à 70 Minuten. Weitere werden folgen. Es geht eben um lebensnahe Beispiele und Tipps zum Einsatz bei Lehren und Lernen. Ein sehr spannender Materialmix, heute gestartet, wird heute Abend unser Thema sein. Jetzt zur Frage, wie wir KI in der Hochschulbildung anderweitig noch einsetzen können. Es geht um didaktisch sinnvolle Konzepte. Natürlich werden wir viel erleben in der Zukunft, wie Predictive Analytics, Dialogsysteme à la ChatGPT, haben wir gestern zigfach verwendet den Begriff, oder intelligente Tutorsysteme in unseren Alltag einziehen werden. Und Ute Schmid geht jetzt auf zentrale Anforderungen an die KI-Curricula ein und identifiziert Chancen und Risiken, etwas, was wir auch gestern häufig getan haben, von KI-Tools für die Lehre. Sie stellt uns kurz das BMBF-Verbundprojekt vom Lernenden Lernen aus dem Projekt KI in der Hochschulbildung vor. Und ganz kurz vorgestellt, wer ist Ute Schmid, die heute leider nicht da sein kann, aber aus den besten Gründen uns remote zugeschaltet ist, weil sie nämlich nach dieser Keynote direkt in den Girls Day in Bamberg springt und dort Verantwortung übernimmt. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für kognitive Systeme an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und lehrt und forscht seit mehr als 20 Jahren im Bereich KI zur Kombination, jetzt lächelt sie schon im Netz, von Ansätzen der erklärbaren KI, also XAI, und intelligenten Tutorsystemen. Ich könnte jetzt ganz viel über sie erzählen. Sie ist natürlich auch Teil des KI-Campuses und des BMBF-Verbundprojekts von Lernenden Lernen. Und für ihr Engagement, was ich interessant finde, weil sie sich sehr viel um Education auch ehrenamtlich bemüht, wurde sie ausgezeichnet mit dem Rainer Markgraf-Preis. Jetzt herzlich willkommen, Lernen über und Lernen mit KI, mit Ute Schmid. Oh, wir hören Sie noch nicht. Können Sie sich, ich glaube, das ist auf Ihrer Seite, können Sie sich unmuten? Wir werden hier nicht gehört, ist ja interessant im Raum. Gut, online werden Sie gehört, wir schrauben an den Reglern, online sind Sie verständlich, wir sorgen dafür, dass Sie gleich auch hier hörbar sind. Solange machen wir Gebärdensprache. Okay. Ja, ja, wir arbeiten dran. Mein Mikro ist ja jetzt zu.
davon rum, worum es bei KI eigentlich geht, was es ist und wo es herkommt. Deswegen bin ich da immer ein bisschen missionarisch, und möchte da noch mal ein paar Grundlagen klarstellen, ja? KI ist nicht eine Erfindung von irgendeiner Marketingabteilung im Silicon Valley von vor ein paar Jahren, sondern KI ist eine altehrwürdige Teildisziplin innerhalb der Informatik. Also so wie es etwa in der Physik die Teildisziplin, das Teilgebiet Quantenphysik gibt, gibt es eben in der Informatik auch verschiedene Teilbereiche und einer davon ist die KI. Der Name Artificial Intelligence, das wisst ihr inzwischen alle, ist von John McCarthy eingeführt worden, 1956, der nämlich dort als Informatikpionier der Uni Stanford, der ist übrigens auch der Erfinder von Lisp, einer ganz wichtigen KI-Programmiersprache, der dort eine Tagung machen wollte, wo er Menschen einladen wollte, Kollegen, die alle davon ausgingen, dass alle dachten sie damals, sagen wir mal lieber viele oder wichtige Aspekte menschlicher Intelligenz durch Algorithmen formalisierbar sind und entsprechend als Computerprogramme simulierbar sind. Das war also eine recht spezifische Annahme, die praktisch die Geburt der KI als Teildisziplin der Informatik befruchtet hat. Eine Definition von der Informatik von der KI-Professorin Elaine Ritsch aus den 80er Jahren ist: KI erforscht, wie man Computer dazu befähigt, Dinge zu tun, die Menschen im Moment noch besser lösen können. Und wie ihr alle wisst, KI ist ein Teilgebiet der Informatik. Und dazu gibt es verschiedene Algorithmen und Themenbereiche und Methodenbereiche, die vielen verschiedenen wissensbasierten Methoden, Inferenzmethoden, Planungsmethoden und eben auch maschinelles Lernen. Das ist ein Teilgebiet der KI, das es auch schon seit 56 etwa gibt. Das erste implementierte Machine Learning Programm ist sogar von noch ein paar Jahren früher. Das waren Idee schon für einen Lernansatz für Spiele, nämlich für Dame. Und in der Zeit ist auch schon Reinforcement Learning entstanden, ja. Machine Learning hat dann wieder ganz viele Varianten in der Geschichte, in der Entwicklung hervorgebracht an verschiedenen Ansätzen, Entscheidungsbäume und Random Forests und Support Vector Machines und die klassischen neuronalen Netze. Und jetzt eben seit etwa 10 Jahren oder 15 Jahren viele verschiedene sogenannte Deep Learning Architekturen. Und ich glaube, die wichtigsten sind für zum Beispiel Bildklassifikation, Convolutional Neural Networks, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und eben für Sprachgeneratoren, die Large Language Models, was generative Transformer Networks sind. Das habt ihr wahrscheinlich die Tage, habe ich aus der Anmoderation entnommen, schon einiges zugehört. Deep Learning und Machine Learning haben auch noch natürlich einen Schnittbereich mit Data Science. Und natürlich sind hier lauter digitalisierungsaffine Menschen im Publikum und euch passiert es nicht, was man manchmal in Talkshows so mitkriegt, dass ihr verwechselt Digitalisierung und KI oder ne, dass irgendwie alles das Gleiche ist, sondern ihr wisst natürlich, digitale Transformation liefert die Grundlage für die Anwendung von Algorithmen. Und wenn ich Daten, und Daten sind eben nicht nur Zahlen, sondern Bilder und Texte, und Videos und Musik, wenn ich Daten aus der realen Welt, aus der analogen Welt in ein digitales Format übertrage, dann steht es eben zur algorithmischen Verarbeitung zur Verfügung. Kurze Seitenwerbung, besucht doch unseren KI Campus Kurs Data Literacy in der Grundschule. Da geben wir einen Input dazu. Wichtig ist auch, dass ihr euch im Klaren seid, dass natürlich die meisten Computerprogramme nicht auf KI-Methoden basieren, ja? Also euer Textverarbeitungssystem, euer E-Mail-Programm, euer Webbrowser und so weiter, euer Tabellenkalkulation basiert nicht unbedingt auf KI-Methoden, wobei das heutzutage auch nicht mehr ganz stimmt, weil ihr habt natürlich einen Spam-Filter und das ist eine, wenn man so will, relativ
einfache Art eben des Machine Learning, sogar ein Online-Learning. In dem Moment, das ist auch ein guter Grund, dass ich mich normalerweise als Informatikerin bemühe, wenn ich ein Problem habe und dafür Software entwickeln will und da eben Algorithmen entsprechend in Programme umsetze, dass ich eigentlich erstmal Standardalgorithmen nutze. Und erst wenn ich das nicht tun kann, auf KI zurückgreife. Ja, denn in dem Moment, wo ich KI-Methoden einsetze, sind zwei ganz wichtige Anforderungen nicht mehr garantiert, nämlich dass mein Programm korrekt ist, also immer die korrekte Ausgabe liefert auf eine Eingabe oder Anfrage, und zweitens, dass mein Programm vollständig ist, also auf alle möglichen Eingaben auch eine Antwort, eine Ausgabe liefern kann, die dazu gehört. KI-Methoden machen immer dann Sinn, wenn ich wenn ich weiß, mein Problem ist so komplex, dass ich bis zur berühmten 42 aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy warten müsste, bis ich eine Antwort kriege, dann nutze ich Verfahren, heuristische Methoden, Approximationsverfahren, die mir hoffentlich eine good enough Lösung berechnen, ja, und liefern. Ich weiß aber, ich kann froh sein, wenn ich irgendeine Lösung kriege für mein Rundreiseproblem, ne? Die beste Variante, das kann ich nicht abwarten. Und das, was uns natürlich heute alle interessiert, ist der Bereich, wo wir Probleme gar nicht vollständig beschreiben können. Das ist das, wo wir Menschen implizites Wissen haben, ne? Probiert mal alles explizit anzugeben, was man braucht, um auf einem Bild zu erkennen, ob da eine Katze drauf ist oder was anderes. Das schafft man nicht, ne? Perzeptuelles Wissen, das sind wir Menschen unheimlich gut, jedenfalls bei natürlichen Kategorien, ne? Wir erkennen Hunde, Katzen, Bäume, wir kennen auch Gesichter gut und so weiter. Und das sind Dinge, da hat sich die KI, und übrigens auch Machine Learning lange, lange die Zähne dran ausgebissen, bis eben mit zum Beispiel CNNs, Convolutional Neural Networks, die Möglichkeit zum sogenannten End-to-End-Learning entstanden ist, dass wir eben auch die Filter, die uns sozusagen Features aus den Pixeln ziehen, mit lernbar waren. Ja, das heißt, immer dann, wenn ich mein Problem nicht vollständig beschreiben kann, dann ersetzen wir explizite Algorithmen durch aus Daten gelernte Modelle, durch Blackboxes. Wir haben immer noch das klassische Informatikprinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Aber das V in der Mitte ist jetzt ein aus Daten gelerntes Modell. Und üblicherweise können wir das halt nicht so transparent lesen wie Programmcode. Ja? Die erste Welle der KI war eben, das habe ich jetzt schon angedeutet, die, wo es vor allem um leistungsstarke Methoden für explizite Wissensrepräsentation ginge. Übrigens, in der Zeit wurden erste Tutorsysteme gebaut, intelligente Tutorsysteme. Ich habe hier exemplarisch ein bisschen altes Buch hier abgebildet mit bekannten Namen aus der Zeit, Chelarkin zum Beispiel. So, jetzt habe ich mich gerade verzettelt. In der Zeit, also in der Zeit, wo wissensbasierte KI sehr stark war, wurden eben wirklich tolle Methoden entwickelt, um etwa für Bereiche wie Geografie tolle Wissensmodelle und tolle tutorielle Prinzipien zu entwickeln, die leider, als dann das E-Learning losging und Multimedia und Hypertext in Vergessenheit geraten sind, wie in der Zeit, auf die ich mich gerade beziehe, überhaupt KI ja vergessen war und eigentlich nur wir KI-Forschenden noch KI gemacht haben und sonst hat es niemand interessiert. Die zweite Welle war dann eben und ist fast auch immer noch das datenintensive Machine Learning. Und da möchte ich euch mal oben die Abbildung zeigen, weil ich glaube schon, dass die ImageNet Competition eine der wesentlichen Auslöser für den neuen Hype war, etwas so eben in der Wissenschaft ab 2012 und in der Öffentlichkeit dann so ab 2015. Was ist da passiert? Ich mach's mal
plastisch klar an einem, oder ich illustriere es am Beispiel der Bildersuche in der Suchmaschine, ja. Früher war es so, wenn Leute Bilder hochgeladen haben, dann mussten die selber Text dazu schreiben. Von mir aus Katze auf rotem Sofa oder so, ja. Und nur wenn wir solche sprachlichen Tags hatten, konnte man mit der Suchmaschine auch ein Bild finden. Und das ist ja ziemlich klar, dass das ein massiver Flaschenhals ist, ja. Deswegen war unter anderem Google und anderen Firmen klar, dass man da eigentlich Machine Learning Technologien bräuchte, die ermöglichen, dass ich von einer sprachlichen Beschreibung direkt zum Bild komme, ohne dass ich solche Tags habe. Ja, es gab dann die Competition, über 4 Millionen Bilder, die Menschen handgelabelt haben zu, glaube 2000 Kategorien, Gebäuden und Tieren und Pflanzen und Fahrzeugen und so weiter. Und da seht ihr, dass es 2012 einen wahnsinnigen Sprung in der Genauigkeit gab, ne? Also da ging es um 1000 Kategorien. Das heißt, wenn ich da 16% Fehler habe unter meinen Top 5, ist es immer noch ziemlich gut. Und das war ein Doktorand von Geoff Hinton, der Alex. Und der Alex hat mit seinem AlexNet, einem Convolutional Neural Network, erstes Mal gezeigt, dass End-to-End-Learning geht. Ja? Ihr seht auch, dass es immer besser und besser wurde und dass da die Ansätze heutzutage sehr gut sind. Warum hat Human hier nur 5%? Wenn ihr euch mal die Kategorien anguckt, die findet ihr leicht, dann seht ihr eben, dass da so spezifische Hunderassen oder Katzenrassen drin sind, wo man als Mensch, wenn man jetzt nicht Experte ist, die dann doch nicht erkennt, ne, und da Fehler macht. Was wir bei all der Begeisterung nicht vergessen dürfen, ist, dass die Güte dieser Modelle natürlich von der Datenqualität abhängt, ne? Und wenn wir jetzt etwa aus Traces Beobachtungen von Lernenden erfassen, ob die aufmerksam sind, wann die ihre Hausaufgaben submitten, wie die sich in Foren beteiligen und so weiter. Und wenn wir daraus lernen, ob die wohl eine gute Schulnote haben werden oder nicht, ja, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass wir das nicht so repräsentativ gesampelt haben. Das heißt, wir haben unfaire Biases drin. Und dass generell die Datenqualität vielleicht nicht so gut ist. Wie messen wir überhaupt Aufmerksamkeit etwa? Was bedeutet das denn? Ist wirklich Blickbewegung immer ein stabiler, ein reliabler Indikator dafür und so weiter? Und wenn wir eben uns da nicht viele Gedanken machen, dann lernen wir zwar Modelle, aber die können böse Dinge tun. Die können Menschen extrem benachteiligen. Und eben wirklich auch Vorschläge machen, die fast gefährlich sind. Wir sollten auch nicht vergessen, dass hinter der Güte dieser Modelle, etwa auch hinter ChatGPT oder eben CNNs, jede Menge menschliche Arbeit steckt, etwa um die Daten zu labeln. Haben wir ja bei ChatGPT gehört, die kenianischen Clickworkerinnen, die toxischen Inhalte labeln musste. Aktuell sind wir in der dritten Welle, das überspringe ich jetzt, das ist mein Steckenpferd. Ich forsche ja eben zu Explainable AI und neurosymbolischen Ansätzen, wo ich eben das Beste hoffentlich aus beiden Welten mische und komme ganz schnell noch zu Lernen und Lernen mit KI. Und ich habe in der Anmoderation schon gehört, Predictive Analytics als ein großes Thema. Das sehe ich so ein bisschen mit Sorge. Ich glaube schon, dass intelligente Dashboards uns helfen können im Unterrichtsmanagement. Aber ich habe ein paar Sorgen dazu. Ich habe euch gerade schon eine Hauptsorge genannt, nämlich unfaire Biases oder dass ich so pseudo-objektive Modelle habe, weil ich eigentlich glaube, ich erfasse Aufmerksamkeit, aber ich erfasse es eigentlich gar nicht. Außerdem, was ich sehr problematisch finde, ist, wir brauchen halt, um solche Modelle gut anwenden zu können, Daten, Daten, Daten. Und das heißt, wir geben vielleicht das Primat des Didaktischen auf und zwingen unsere Kinder und Jugendlichen oder Studierenden immer zu digitalen Formaten, obwohl manchmal analoge Formate vielleicht besser wären, ja. Ich finde, das Primat des Didaktischen darf nie aufgegeben werden.
Außerdem, das sehen wir ja schon viele Jahre jetzt, sehen wir immer mehr einfache Aufgabenstellungen, die man gegenüber offenen bevorzugt. Und wir wissen alle, dass es immer ein verdecktes Curriculum gibt, nämlich wie geprüft wird, wird gelernt. Und wenn ich weiß, meine Klausur ist ein Lückentext, dann lerne ich eben auswendig und probiere nicht zu verstehen und Zusammenhänge herzustellen. Das Monitoring kann natürlich selber zu unerwünschten Einschätzungen führen. Gamification mag sinnvoll sein manchmal, aber ein Mensch ist keine Ratte. Gerade an der Uni, ein Mensch sollte auch durch Einsicht und intrinsische Motivation lernen. Dauernd Leute mit Nudging und Gamification quasi auszutricksen, um Dinge zu tun, finde ich fast menschenunwürdig, gerade in der akademischen Bildung. Und deswegen bin ich eine große Verfechterin von intelligenten Tutorsystemen, wo es eher darum geht, dass wir Unterricht und Themen so nochmal unterstützen durch KI-Technologie, dass man individuelles Lernen, individuelles Diagnostizieren und Feedback bei Fehlkonzepten nutzen kann. ChatGPT, habt ihr schon viel drüber geredet, habe ich gehört. Ihr wisst natürlich, dass ChatGPT ziemlich oft halluziniert und gerade wenn es in naturwissenschaftliche oder mathematische Bereiche geht, ne, wie hier, das ist jetzt, glaube ich, habe ich im Januar abgefragt, inzwischen macht es den Fehler, glaube ich, nicht mehr, behauptet es sehr eloquent und trügerisch mit vielfach Begriffen, dass ein Kilo Stahl schwerer ist als ein Kilo Watte. Oder, das habe ich, glaube ich, jetzt vor 2 Wochen gemacht, wenn 5 Personen in einen Bus einsteigen und 8 aus, ja, dann behauptet es, dass 2 Passagiere im Bus sind und hat eine echt interessante, aber mathematisch weniger sinnvolle Argumentation. Ich glaube, ich habe noch 1 Minute, beziehungsweise müsste jetzt aufhören, richtig? Ich habe immer die Tendenz, mich am Anfang zu verquatschen und würde dann vielleicht mit dieser Folie hier aufhören. Ich glaube, wir sollten mitnehmen, dass ChatGPT oder generell KI für die Bildung eine unheimliche Chance ist. Wir sollen es wirklich aufnehmen in unseren Unterricht als Wissensgegenstand, den wir vermitteln, aber natürlich auch als Tools, die uns unterstützen, sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden. Allerdings sollten wir schon genau hingucken. Wir wollen natürlich die negativen Konsequenzen nicht mitnehmen, sondern die positiven nutzen. Vielleicht Dinge, die gar nicht so diskutiert wurden bis jetzt, ist, wir übernehmen, wenn wir keine eigenen Sprachmodelle haben, die US-amerikanischen Werte. Ne, wer es mitgekriegt hat, Florida und Thema Sexualität. Sex wird in den USA eher als toxisch betrachtet als Gewalt. Ich sag das mal so platt. Und das, was uns ChatGPT nicht sagt, was rausgefiltert wird, basiert eben auf dortigen Wertevorstellungen. Unsere Sprache wird zunehmend gestreamlined. Wir verletzen gerade, wenn es um Bilder geht, massiv Urheberrechte. Und wir sollten schon gucken, dass wir weiterhin auch immer wieder dann trainieren, wie wir selber Texte schreiben, gut strukturieren und natürlich auf Quellen achten. Vielen Dank. Ute Schmid. Also donnernder Applaus im Raum, aber auch im Netz. Es gibt total viel wertschätzende Beiträge von Aficionados und Aficionados zum Thema KI, aber auch von eher KI-fernen Teilnehmenden. Also tausend Dank. Ich mache mich auf für Fragen aus dem Raum oder auch aus dem digitalen Raum. Die PPTs werden insofern zur Verfügung gestellt, dass alle Streams hochgeladen werden. Also in den nächsten Tagen ist alles wieder anguckbar, das heißt, nichts ist verloren. Liebe Ute, kurze Frage. Ich will zurück zu der Prüfungsfrage. Der Satz hieß vorhin, wie geprüft wird, wird gelernt. Heißt das, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir ausgelöst durch ChatGPT Prüfungen total verändern müssen, weil die alten Prüfmethoden nicht mehr funktionieren, ist das dann eine gute Nachricht dafür, dass wir Kreativität des Lernens wirklich Tür und Tor öffnen? Ist das eine automatische Folge von diesen wahnsinnigen Entwicklungen? Oder nicht?
Es ist eine gute Chance. Es ist leider, denke ich, keine automatische Folge. Übrigens möchte ich kurz noch sagen, ich habe nur anekdotische Evidenz zu meiner Behauptung, wie geprüft wird, wird gelernt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es da breitere empirische Studien gibt, ne? Weil ich komme ja auch nicht aus der Bildungswissenschaft. Also prüft mal meine Aussage nach, ob ich hier eine seriöse Quelle bin, ne? Okay. Ich glaube, wenn wir wirklich Prüfungen wieder umstellen wollen, muss einiges passieren. Erstens mal, als ich Informatik studiert habe, oder ich habe ja Psychologie und Informatik studiert, in beiden Fällen hatte ich nicht nur Klausuren, sondern auch mündliche Prüfungen, ja. Das ist sehr wichtig und gerade in der Informatik etwa war es auch so, dass wir unsere Übungsaufgaben jede Woche wissenschaftlichen Mitarbeitenden präsentieren mussten und das hilft wahnsinnig viel. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, das wissen wir alle, dass Bildung eben auch zeit- und personalintensiv sein muss, wenn sie gut sein muss und wir brauchen auch qualifiziertes Personal. Also deswegen, das ist die eine Sache. Das zweite ist, wir leben ja, sag ich mal, auch ein bisschen arg plakativ in einer Rechtfertigungs- und Absicherungsgesellschaft. Immer mehr, ne? An Schulen, denke ich, ist es offensichtlicher als an Unis, dass Lehrkräfte halt immer wieder Angst haben, dass von mir aus Eltern kommen und hinterfragen, warum hat mein Kind hier eine 2 und keine 1? Und mit so einem Multiple-Choice-Test, so doof er vielleicht auch gemacht ist, habe ich immer ganz schnell so eine Pseudo-Objektivität drin, die eben sagt, guck mal, da war das Kreuz und da hätte es hingehört. Und wenn ich jetzt halt viel freiere Formate wähle, dann muss ich als Lehrkraft an Uni wie Schule eben erklären, warum ich hier nicht alle Punkte gegeben habe. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Verstanden. Noch ganz kurz, wir gehen jetzt in die letzte Minute oder schon fast eine drüber. Ganz kurz, ich fasse zwei Fragen aus dem Netz zusammen. Können Sie etwas an Erkenntnissen über das menschliche Lernen in der Auseinandersetzung mit KI-Systemen sagen? Vielleicht noch wirklich zwei, drei Stichworte. Und dann war noch mal die Frage, bisschen mehr noch zu intelligenten Tutorsystemen oder die Lieblingsfrage meiner Studierenden, kommt das in der Prüfung? Also sind jetzt drei verschiedene Aspekte. Suchen Sie sich was raus für die letzten 30 Sekunden. Coole Sache. Also vielleicht das Thema menschliches Lernen, maschinelles Lernen. Ich glaube, wenn wir sinnvolle Tools für Bildung, sinnvolle KI-Tools für Bildung entwickeln wollen und einsetzen wollen, brauchen wir massiv interdisziplinäre Forschung mit Psychologen, Bildungswissenschaftlerinnen, Bildungswissenschaftlern und eben KI-Expertinnen und Experten. Was ich immer gerne bringe, was ich heute aus Zeitgründen nicht bringen konnte, menschliches Lernen und maschinelles Lernen ist schon noch sehr verschieden. Also auch wenn jetzt irgendein CNN irgendwo bessere Performance hat als ein Mensch, etwa bei ganz spezifischen Hundesarten oder Pilzsorten, dann ist trotzdem der Mensch nicht zu schlagen in dem, was Robustheit angeht und auch Lernen aus wenigen Daten. Denn wir Menschen machen ja genau hybrides Lernen. Wir nutzen ja, was wir wissen, wenn wir lernen. Ich muss ja, wenn ich schon mal grundsätzliche Dinge weiß, nicht immer wieder nur rein von Rohdaten ohne jedes Vorwissen lernen und dann erkennen, das Tier hat ja auch wieder Augen. Ja? Liebe Ute Schmid, ich würde Ihnen wahnsinnig gerne weiter zuhören, aber ich kriege sonst einen auf den Deckel, wenn ich massiv über Okay. die Zeit gehe. Es macht große Grüße an Freude. alle. Tausend Habt einen Dank schönen für alle, die Tag. es nachhören und nachlesen wollen. Vielleicht können wir das auch noch verlinken mit den Links, die Sie haben. Vielleicht können Sie die uns noch schicken. Ab nächste Woche ist dieses Video auch im Stream wieder verfügbar.